Millionen von Buchstaben torkelten zuerst vor meinem inneren Auge, formierten sich dann zu Worten, wissenschaftlichen Fakten, ganzen Abhandlungen und schließlich zu einem Buch, dessen Titel noch einen Augenblick lang deutlich lesbar aufleuchtete und dann verschwand. Gestatten, Deus ex punct machina. Ich roch das Gefühl, zu Hause zu sein. Auf der Lichtung saß ein Mädchen. Und es war nicht irgendein Mädchen. Es war ein Bärenmädchen. Und es trug ein blaues Fell. Genau wie ich. Los Chucharachas. Gar. Wisst ihr nicht, womit ihr es zu tun habt? Es ist der Wahnsinn! Er weinte vor ausverkauftem Baumfriedhof. Samumin, du bist umzingelt, ergib dich! Oh, verschwinde, Nachtigall, hau ab! Du sollst nicht rückwärts finkeln! Ein blauer Bär, das ist ja Gimp! 5, 4, 3, 2, 1, 0. Walter Moers, die 13,5 Leben des Käpt'n Blaubär. Die halben Lebenserinnerungen eines Seebären. Gelesen von Dirk Bach. Vorwort und Nachwort gelesen von Wolfgang Völz. Musik und Sounddesign Michał Krajcok. Sounddesign unter Mitwirkung von Marian Mentrup und Niklas Kammertöns. Sowie am Trautonium Oskar Sala. Supervising Walter und Elvira Moers. Produktion Hessischer Rundfunk 2002. Der Hörverlag 2013.